Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Super Mystery Dungeon, meine Friends. Im letzten Part hatten wir sehr viel Action, denn wir haben ein versteinertes Latias gesehen. Ein wildes Entei gesehen. Einen mutigen Flapdirex. Und unsere beiden Forscher, Justin und Zero. Mittendrin im Geschehen und es ist nichts passiert, großartig. Bei uns kein Kampf, kein sonstiges. Nur eine lange Reise mit einem Ziel. Voller Fragezeichen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und es sieht aus wie Quest. Und die meisten von euch haben gesagt, dass wir, beziehungsweise dass wir zusammen doch über random Sachen labern sollen. Beziehungsweise über Sachen, die auch Pokémon-intern sind. Theorien und sonstiges. Dazu kann ich zum Beispiel sagen, dass jetzt in den nächsten paar Tagen ein Video kommen wird zu einem Theorienvideo mit einem guten Kumpel, und zwar mit dem Sephiron. Genau, da könnt ihr schon mal drauf freuen, meiner Ansicht nach, und wir schauen einfach mal, was hier abgeht sonst in der Stadt bzw. sonst so in Pokémon Super Mystery Dungeon. Denn ich habe dieses Spiel, wow, was haben wir denn? Wow, Plosivsam. Okay, explosiv. Hast du irgendwas? Dieser Brief muss zugestellt werden, und zwar an meine Angebetete Ramaidon. An Chillabel? Was? Ramaidon und Chillabel. Inkognito! Ich bin inkognito unterwegs. Kapierst du? Wie witzig. Okay, es geht weiter. Mr. Bonsai Baum, lassen wir mal Bonsai Baum sein. Und wir gucken mal auf unsere Axosphäre. Was für Missions da sind, beziehungsweise was für Missions wir hier noch wählen werden. Weil wir haben einige, die wir noch hier jetzt haben. Killia. Was hat er denn? Wir wollen den Schatz von Killia finden. Okay, werden wir tun. Graskontinent. Okay, ist der neu. Flamara. Lust mit mir. Was du genau willst du? Ein Geheimversteck von Flamara, okay. Werden wir auf jeden Fall finden. Und da hinten ist ganz entfernt noch einer. Hallo Bluebella. Das ganze Pokémon immer hier anzuklicken. Das finde ich echt ein bisschen nervig. Ich meine, gar noch diese Zahl da stehen. So und so viel Pokémon noch da. Ist das Mewtwo? Nee, das ist EFM. Dann haben wir einen Remoraid. Achso, das will gar nichts von mir. Lantern will was von mir. Ich glaube, das müssen wir machen, weil es ist der Nebelkontinent in dem Sinne. Und, warte mal, können wir nicht einfach hier raufklicken oder sowas? Das dauert mir mal so zu lange. Turbo, okay. Turbo, der Turbo ist doch Turbo nice. Bam, 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 badadabam. Gelantri, okay. Wieder Nebelkontinent. Es gibt coole Kontinente, wie es aussieht hier. Bam, 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 badadabam. Und da haben wir ein Panzeron! Panzeron! Mega cooles Pokémon damals im Anime gewesen. Alle wollen zum Nebelkontinent, okay? Wir werden mal abchecken, was da so abgeht. Von daher, Leute, let's. Moment, habe ich Nidelbeeren? Ich glaube, wir haben alle verbraucht im letzten Part, kann das sein? Ein Belebersam. Alter, wir sind echt blank. Wir sind pleite an Sachen, Leute. Erstmal einkaufen gehen. Ja, hallo Gekleon, was geht ab? Und Leute, ich weiß, viele haben wahrscheinlich gehofft, dass irgendein anderes Video kommt, wie zum Beispiel Pack Opening oder Y. Aber Leute, ich hatte heute eher, beziehungsweise hatte heute mehr Zeit für einen PMD-Part. Vielleicht sogar für zwei, je nachdem halt, wie viel Zeit ich gleich noch habe. Weil ich habe gleich noch ungefähr 2 bis 6 Uhr, das sind ungefähr 40 Minuten. Und vielleicht drehe ich da sogar noch einen zweiten PMD-Part. Genau, das wollte ich sagen. Wir brauchen nicht 20 Äpfel, wir packen mal ein paar weg. Und was haben wir sonst noch? Ganz viele Samen, die sind so unnötig. Was will man mit den Samen denn machen? So, wir brauchen jetzt aber richtige Sachen. Und zwar brauchen wir Blebersam. 2. Und Sinelbeeren halt. Das ist das Einzige, was ich brauche. Mehr braucht man nicht. So, nehmen wir am besten nochmal 6 Stück mit. Und sonst soll man nicht alles haben. Von daher würde ich sagen, let's go ab ins Getümmel, Leute. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Tag. Mein Tag war eigentlich auch ziemlich gut. Ich war im Friseur. Und was war hier denn los? Wo gehen wir denn hin? Hier, Welt der Steine, da sind 2 Missions. Guck gerade mal so ein bisschen. Trubelstadt? Achso. Ah, ich weiß, was die haben. Gehen wir in Welt der Steine und da können wir jetzt. Also am Wasserkontinent und da gibt es 2-mal. Okay, nehmen wir die einfach. Und wir nehmen mit. Ich habe keinen Plan. Einfach Dragoran oder sowas. Brutalanda ist weg. Brutalanda, wo bist du? Haben wir noch Dragoran, mein Kumpel. Dragonite! Let's go.
Okay, ich war auf Arbeit, Leute, ganz gechillt, hab mir nichts bei gedacht. War beim Friseur und dachte mir so, ja komm, muss irgendwas Neues mal ausprobieren, ne? Hab dann so zum Friseur gesagt, hey, mach mal den Seiten 4 cm. 4 mm, was hab ich da? Und hab dann gemerkt, oh, 4 mm ist ziemlich kurz. Aber egal, ich bin ziemlich zufrieden. Eigentlich wollte ich so eine Cristiano Ronaldo haben, so als Frisur, und hab's dann total verkackt. Und ja, wie gesagt, ich labe hier viel über Trash Talk, weil, keine Ahnung, das ist einfach jetzt so. Ich erzähle euch auch einfach mal, was ich so erlebt habe heute, was ich mir vorstelle so in den nächsten paar Wochen. Allgemein alles Mögliche, weil ihr habt gesagt, ich kann über alles reden, was ich will, wie ich will. Euch macht das nichts aus, so während der Dungeons, weil, warum nicht? Warum auch nicht, Leute? Ihr habt gesagt, ihr wollt viel über mich erfahren. Ja, ich hab eigentlich erst so gedacht, ey, komm, sowas kommt schlecht bei euch an vielleicht, weil es langweilig vielleicht wäre, weil es passt nicht zum Spiel, es ist halt über die Person. Aber die Person, die das Spiel spielt, bin ich. Und vielleicht interessiert mich auch so, was ich so im Alltag mache, obwohl es eigentlich nichts Aufregendes ist, weil, ganz ehrlich, ich war arbeiten beim Friseur, hab mir Kuchen geholt, beziehungsweise war in der Bäckerei, hab so Kuchen für die Familie halt geholt, war Dusche und war aufnehmen. Ja, ich habe zwei Parts Y, müssen wir ein Part Y jetzt aufgenommen. Nein, das Pack-Opening, was ihr gestern gesehen habt, habe ich wahrscheinlich geschnitten und hochgeladen dann. Ja, und das war mein Tag. Findet ihr die auch so toll wie ich? Dann drückt die Daumen hoch! Nein, Spaß. Nee, aber ich mache wirklich nicht großartig viel. Das Ding ist halt einfach, okay, ich fahre nachher zu meiner Freundin. Das ist aber jetzt nicht relevant für euch oder so. Aber keine Ahnung. Heute ist nicht viel passiert. Allgemein, keine Ahnung, in der Woche bin ich eigentlich immer ein bisschen ruhiger, mach viel für den Kanal, eigentlich nehme relativ viel auf pro Tag, mindestens ein, zwei Parts immer, damit ich immer irgendwie im Plus bin, damit ihr eigentlich immer Videos habt. Es kommen natürlich auch Tage, wo keine Videos mal kommen, das ist natürlich mal dabei, weil ich habe auch nicht immer Zeit für Videos. Ich habe auch mein normales Leben, wie gesagt, außerhalb der Arbeit sogar noch, was ich machen muss, wo ich Freunde habe, wo ich dies habe, wo ich das habe, aber das wisst ihr, von daher ist es eigentlich nichts großartig Besonderes. Von daher muss ich da gar nicht drüber reden. Aber Freunde, Leute, sind eigentlich so eine Sache, die ich sehr oft vernachlässigt habe. Also ich... Auf der nächsten, was soll ich vorher sagen? Dann bleiben wir noch hier. Was ich euch mal auf den Weg gehen kann, auf dem Sinne. Vernachlässigt niemals eure Freunde für irgendetwas. Egal was. Tut es einfach nicht. Wie gesagt, ich hab's nicht bereut in dem Sinne, aber ich habe einfach vermisst, diese Zeit, meinen Kumpels einfach mal wieder abzuhängen. Klar, meine Freunde, Let's Plays und Abonnenten und YouTube und alles, aber trotzdem, Leute, es ging. Treffe ich überhaupt? Muss ja sein, das ist ein Geist, ne? Klar, mache ich da für eine Shit? Was mache ich da für eine Scheiße, Leute? Das geht eigentlich klar. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass ich mal was anderes machen kann. Außer YouTube. Beispiel Wochenende, Leute. Da habe ich was richtig Geiles geplant. Und zwar gehen wir alle erst, also ich und ein paar Kumpels und ihre Freundinnen halt, wir gehen erst mal im Griechen und dann treffen uns nachher, gucken Champions League. Die Klasse der Champions. Ja, viele sind wahrscheinlich keine Fußballfans, aber ich bin total im Fußball-Hype einfach. Wovon auch meine ganzen Pack-Openings kommen. Viele haben mich gefragt, ey Zero, warum machst du überhaupt diese ganzen Pokémon-Packs auf? Ganz einfach, Leute. Ich gucke halt viele Pack-Openings auf YouTube. Sei es FIFA, sei es Pokémon, sei es Yu-Gi-Oh! Zur Not auch. Alles. Keine Ahnung. Ich finde es einfach interessant, wie Leute reagieren, wenn sie so und so solche Karten halt kriegen oder sonstiges. Oder halt so solche Spieler. Keine Ahnung. Ich finde es einfach irre witzig und es ist einfach so, ja. Wie soll ich das sagen? Es ist einfach mein YouTube zur Zeit. Ich habe damals viel Let's Plays geguckt, dann habe ich viel Anime-Quatsch geguckt. Und jetzt sind es halt sozusagen solche Sachen halt. Die feiere ich seit lang, obwohl ich feiere selber seit lang schon. Wer hat damals nicht gern Booster aufgemacht? Und es ist Kindheit, Leute. Und keine Ahnung, diese ganze Bearbeitung hinter den Videos, das habe ich halt alles so daher. Und keine Ahnung, es macht mir einfach irre Spaß. Und da ist irgendein Paket oder sowas. Kann das sein? Irgendwas leuchtet da lieber? Irgendwas Besonderes wird das sein. Und da ist irgendwas kaputt gegangen. Kannst du das Ding auch mal töten, das EFWM? Dankeschön. Hallo. Willst du gerettet werden oder willst du nicht gerettet werden? Hurra, du hast Knospi gefunden. Oder Kinso? Keine Ahnung. Ist das nicht? Nee, das ist auf keinen Fall ein Knospi. Ist auf keinen Fall, genau, es ist ein, das ist Kinoso. Kinoso! Okay. Das Ding hat auch eine Sonnenform bei Sonntag. Vielleicht kommt jetzt ja. Nein, es war nur die Konduktosphäre, die sie aktiviert hat und gesagt hat, Kinoso ist verbunden. Yeah. Und dann haben wir Loreblatt und Dartignes. Alter, ich kenne so langsam die Pokémon der 6. Gen, Leute, ey. Das ist echt krass, weil vor einigen Wochen kannte ich die noch nicht. Und das ganz. Schieb Dragoran weg? Was habe ich gemacht? Warum schiebe ich Dragoran weg?
Es ist motherfucking Dragoran. Man kann ihn doch nicht einfach wegschieben. Und wir haben hier wieder ein wanderndes Pokémon. Okay. Ja, du kannst jetzt gerne hier weggehen und mir das hier geben. Schutz plus. Verteidigung steigt. Also, wo ist das wandernde Pokémon denn? Ja, Pokémon, was wandernd aussieht, wisst ihr? Irgendwie denke ich, da habe ich das Gefühl, dass ich die Teile nicht in die Ringel packe. Das ist irgendwie total falsch. Sollte ich vielleicht mal machen. Wow! Alter, das Ding ist einfach weggehüpft. Aber Orkan hat es einfach getötet. Ein Elisaber, wollte ich gerade sagen. Aber wo ist das Ding? Ein Zebra, bitte! Klingsturm, die Attacke war stark, kann das sein? Ich meine ja! Oh mein fucking Gott, was ist das? Was ist... Achso. Ich dachte gerade, ey. What the fuck? Das Ding hatte nämlich keine Anzeige über dem Kopf da. Und deswegen dachte ich, oh, vielleicht ist es was ganz Besonderes, Leute. Man weiß es aber nicht. Elisaber, da ist es doch. Süß und knuffig. Ladevorgang. Aber wussten wir schon... Ne, wir können doch gar nicht wissen, welches Pokémon hier umher wandert, oder? Ich meine, wir haben es noch nicht erfahren. Von daher werden wir auf jeden Fall gespannt sein und abwarten, was und wo es ist. Echo! Ne, ist es nicht. Oh mein Gott, wo bist du? Pokémon, ich werde dich finden. Oder auch nicht. Diese Ebenen sind sehr... Ah! Hallo! Hallo. Gefunden. Okay, es ist ein Volibobber, ne? Genau. Herzlich willkommen. Und es hält uns auf. Und Justin. Und oh Mann, die Dragoran! Und alles Mögliche. Danke. Ist echt cool. Ich feiere dich. Aber wir sind noch nicht fertig. Denn wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen, Volibobber. Von daher, das Konfetti kannst du ja für später auch bewahren. Was kriegen wir jetzt? Kriegen wir eine Verbindung Flamara? Nö. Oder vielleicht hat der noch einen Strongling irgendwo? Hä? Ah, nee. Ah, da oben wird nach Tara freigeschaltet. Okay, also es hat doch irgendwas mit den Eevees zu tun. Dann ist ganz gut. Wir bleiben hier aber noch drin, mein Freund. So, wir werden nämlich noch hier gebraucht auf der Ebene. Ich hoffe, das ist keine starke Ebene mit irgendeinem Boss-Battle. Der Schatz von Sorua. Okay, ich sehe ihn sogar schon. Das ist echt einfach. Geschenkte Punkte sind das. Wir machen Glut, weil Glut ist sehr effektiv auf Stahl, habe ich gehört. Und macht ein bisschen Schaden. Blubber killt. Du Abstauber, ey. So, wir nehmen den hier. Nimm den hier. Und natürlich das Geld. 53 Euro für einen Döner. Und dann wird das Paket. Ups, das war's. That was easy. Und das Wasser war gut für meine Stimmbänder. Nachdem man schon zwei Parts aufgenommen hat und dann wieder noch ein paar aufnimmt, ist man echt froh, sag ich mal, wenn man was zu trinken kann. Relaxo und Traumato. Okay, das sind echt merkwürdige Links. Passen überhaupt nicht so zum Zoroa, zu so einem kleinen, süßen Zoroa. Ich wollte hier raus. Und hab's verkackt. Wo ist die nächste Treppe? Treppe! Okay, hier ist noch... Oh. Da ist noch ein... Plosivsam. Okay, den fressen wir einfach mal, weil... Explosion! Mehr war nicht der Grund. Ich wollte einfach eine Explosion machen, Leute. Das war alles. Wir grillen das Ding jetzt. Schön Lammspieß. Oh, lecker. Ich weiß gar nicht, was es gleich bei uns gibt. Gibt es nichts mehr zu erledigen. Achso. Das ist ja easy. Da brauchen wir ja nie wieder Fliehops eigentlich, wenn es immer so eine Meldung kommt. Also wenn es hier nichts mehr gibt zu untersuchen, dass du einfach dann abhauen kannst. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Wusste ich selber noch nicht. Von daher, nice. Scheiße. Okay, ich habe Lohn erhalten. Ich sollte mal Lohn mal abholen. Ich habe seit Anfang des Let's Plays noch kein Lohn abgeholt. Freunde, hört mir bitte kurz zu, bevor ihr jetzt nicht alle reinhaut. Ich habe jetzt aber Hunger, Alter. Ich habe mich vorhin mit dem Teamleiter unterhalten. Und ja, das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber wir haben beschlossen, zu einer exkuriosen... Was?
Exkursion aufzubrechen. Okay, was? Exkursion? Was laber ich da? Eine Exkursion! Oh mein Gott! Ja, und wann? In 2 Tagen geht es los. Ich hoffe, dass ihr euch alle schon darauf freut. Das heißt, wir können 2 Tage noch jobben. Hurra! Wow! Alles klar, meine Freunde. Guten Appetit, lasst euch schmecken! So unfair. Die fressen jetzt ja einfach und ich darf doch warten, bis mein Essen unten fertig wird. Mama, mach bitte hin, ich hab Hunger. Oh mein Gott! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Aber Leute, am nächsten Morgen! Und wir werden heute wieder alles geben. Und Leute, ich werde jetzt erstmal mich verabschieden. Ja, ihr habt richtig gehört, der Zero verpisst sich jetzt einfach und guckt nach, wann es Essen gibt. Von daher, see you later, Alligator. Ciao, ciao, guys. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, falls ihr Bock habt, drückt den Daumen rum, schreibt einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Falls ihr mir Fragen habt, dann stellt sie mir bitte in die Kommentare. Aber ich werde zunächst für den nächsten Part erstmal Twitter benutzen.